Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute vier wirklich einfache Frisuren für einen Long Bob. Denn das Ganze ist natürlich nicht so einfach, weil man hinten, wie ihr hier sehen könnt, ich habe nämlich auch einen, kurze Haare hat, vorne lang. Und das Ganze muss man natürlich irgendwie unterkriegen und dass es gut aussieht, hinten keine Zottel rausfallen. Und deswegen fangen wir auch gleich mit der ersten Frisur an. Wie in den meisten Fällen benötigt ihr natürlich Bobby Pins. Außerdem ein kleines dünnes Haargummi, am besten in eurer Haarfarbe und am besten auch noch ohne Metallstück. Etwas zum kurzzeitig Feststecken, eine Bürste und ein Toupierkamm mit einem spitzen Ende. Und dann werden die Haare erstmal durchgekämmt und ich benutze manchmal Micellenwasser, um elektrisierte Haare so ein bisschen platt zu drücken. So, jetzt trennt ihr euch eine Strähne ab und twistet sie sozusagen nach innen. Wenn ihr das Ganze nach innen dreht, müsst ihr immer wieder aufpassen, dass die hinteren Haare sozusagen hinter dem Twist nicht abstehen. Also immer wieder ein bisschen platt drücken. Jetzt wird das Ganze hinten erstmal vorübergehend mit der großen Spange befestigt. Nochmal mal gucken, dass alles sitzt und festhalten. Und dann klemme ich das meistens noch mit anderen ab, wenn das nicht genug Halt hat. So, und jetzt geht das Gleiche für die andere Seite los. Die einen werden es jetzt vielleicht ein kleines bisschen komisch finden, dass ich das jetzt erst festmache und dann wieder loslöse. Aber ich finde, das Ganze lässt sich ein bisschen besser halten. Ihr müsst jetzt die Haare einmal twisten und nach innen drehen. Das ist eine ganz schöne Fummelei, wenn man eben den Long Bob hat, weil es ja kürzere und längere Stellen gibt. Und da muss man jetzt ordentlich mit Bobby Pins feststecken. Und dann ist die Frisur auch schon fertig. Im Grundsatz, ihr könnt noch ein bisschen was dran rauszupeln, aber ich finde das schon so ganz gut. Mit der zweiten Frisur los. Ihr braucht Bürste, Toupierkamm und einen Lockstab. Der hat einen relativ großen Durchmesser und man kann auch die Temperatur einstellen, was gerade für feine Haare echt gut ist, weil die sich manchmal sehr schwer locken lassen. Ich schnappe mir immer eine relativ dicke Strähne und auch nur das untere Drittel, weil die Locken dann eigentlich schöner aussehen. Ich würde empfehlen, jede Strähne 10 bis 15 Sekunden festzuhalten, denn dann wird sie eigentlich richtig ordentlich lockig. Bei jedem Lockenstab ohne Klemme gibt es immer einen Handschuh dazu, mit dem ihr auch arbeiten könnt, aber da kann man sich auch die Pfoten verbrennen, also man muss aufpassen. Besonders bei den kürzeren Haaren empfiehlt sich, wenn man dann noch nicht so die Erfahrung hat, eben diesen Handschuh zu benutzen, weil man sich wirklich die Finger verbrennen kann und das echt wehtut. So wie bei den unteren Haaren zum Beispiel, da kann man sich echt schön das Ohr verbrennen. Ich spreche da aus Erfahrung, glaubt mir. Wenn man mit den unteren Haaren fertig ist, kann man das Ganze auch oben wieder lösen und fängt auch dort an zu locken, auch vom Gesicht weg. Die allerwichtigste Strähne, die wirklich gut fallen muss, ist die vordere Strähne, denn die macht das meiste aus in der Frisur und da solltet ihr wirklich aufpassen. Und hier war es wirklich sehr heiß gerade. Haare einmal durchschütteln, mit den Fingern durch und dann topiere ich das Ganze vorne am Ansatz nochmal an, weil die Seite ja dann doch dünner ist, auf der anderen Seite liegen ja mehr Haare und dann sieht das so ein bisschen voller aus. Und dann sind die Haare auch schon fertig. Frisur Nummer 3 benötigt Haargummi und Toupierkamm. Den Schwierigkeitsgrad zu dieser Frisur könnt ihr euch selbst einteilen. Ihr könnt das Ganze twisten, so wie im ersten Teil der Frisur, also in der ersten Frisur, so rum. Oder ihr flechtet das Ganze. Ich zeige euch nochmal, wie das geflochten aussieht. Gesundheit. Das ist die einfache, schnelle Variante, wenn es morgens einfach mal ein bisschen zügiger gehen muss. Ich tendiere morgens übrigens auch immer lieber zu der getwisteten Variante, weil ich das morgens nie hinbekomme, dass die Flechtfrisur tatsächlich sitzt. Den Mini-Zopf drehe ich nach hinten, also dafür fummel ich das Ganze auseinander und ziehe das dann unten durch. Bei der vierten und damit letzten Frisur toupiert ihr euren Haaransatz ganz leicht an und legt die Haare auf die gegenüberliegende Seite eures Scheitels. Also wenn ihr den Scheitel zum Beispiel rechts tragt, dann müssen die Haare auf die linke Seite. Und dann steckt ihr sie fest. Dadurch liegen die Haare nicht direkt auf der Kopfhaut an, sondern stehen so ein kleines bisschen ab und das finde ich eigentlich ganz schön.
Restenreste müssen jetzt noch festgesteckt werden und die übrigen Haare flechte ich dann ganz leicht vorne zusammen. Ihr müsst übrigens aufpassen, dass ihr den Kopf nicht zu weit nach unten haltet, denn dann sitzt der Zopf weiter vorne und das war leider mein Fehler. Ich habe ihn ein kleines bisschen zu weit nach vorne gesetzt. Und so ist die fertige Frisur. So, das waren sie auch schon, die vier Frisuren. Also ich finde, sie sind wirklich einfach. Wie gesagt, ihr könnt auch zur leichten Alternative die ganzen Stellen, wo man auch flechten kann, eben eindrehen, so wie ich das gemacht habe. Dann braucht ihr wirklich weniger Zeit. Ansonsten sind die Frisuren natürlich auch mit langen Haaren machbar, aber ich dachte jetzt, ich schnapp mir das Ganze für den Longbob. Nichtsdestotrotz finde ich die Frisuren eigentlich echt schön und man kann ganz gut was aus dem Longbob trotz der unterschiedlichen Länge der Haare gut rausholen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und auch über ein Abo freuen. Ansonsten seht ihr hier auf dieser Seite meine letzten zwei Videos. Ich war nämlich einmal ausgiebig shoppen und zwar bei DM und ASOS und New Yorker und so weiter und so fort. Am besten schaut ihr euch das Ganze nochmal an und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Tschüss!